Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und wir sind immer noch genauso groß wie vor 20 Folgen oder so. Ja, nun, seitdem, also seit 20 Folgen ist eigentlich immer Schlacht, Schlacht, Schlacht und Verteidigung und hin und her und da werden wir es schaffen. Ja, weiß gar nicht, wie spannend es ist, aber für mich ist es einerseits frustrierend und andererseits extrem schwer und spannend, ehrlich gesagt. Also normalerweise, also Rome ist jetzt kein Spiel, was wirklich, also wenn man es so oft gespielt hat, ist es wirklich nicht allzu kompliziert und schwer, sag ich mal. Dementsprechend, ja. Wollen wir mal schauen, wie lange wir hier durchhalten. Genau, jetzt nächste Runde, genau, werde ich eventuell hier angreifen. Kommt drauf an, wie lange der da noch ist. Wahrscheinlich noch sehr lange. Die da will ich platt machen und dann Dura angreifen. Hier werde ich verteidigen. Eventuell eine dritte Armee aufbauen und dann noch da, wenn der da nicht weg kann, aber ja, mal schauen. Also momentan ist eigentlich nur aufbauen, weil jetzt haben wir ja zum Glück wieder etwas Geld. Das ist ganz gut. Okay, egal. Okay, jetzt kommt Athen wieder zurück. Was etwas nervig ist. Und jetzt kommt da eine zweite Armee. Interessant. Und die buddeln sich ein. Aufstand in der Hauptstadt. Öffentlich anklagen, privat anklagen, Aufstand niederschlagen. Genau, andere politische Partei angezettelt wurde. Ihr glaubt, dass er... Also wir haben keine Beweise. Mutmaßliche Unruhestifter öffentlich beschuldigen. Oder hinter geschlossenen Türen beschuldigen. Aufstand hier. Wahrscheinlich ohne euren Verdacht zu äußern. Privatanklagen. Ja, nee, ich schlag den einfach nieder. Natürlicher Tod. Handelsabkommen aufgelöst. Knossos. Knossos ist gefallen. Oh Mann, jeder, der mit mir paktiert, wird stirbt oder was? Okay. Uiuiuiuiui. Ah, wir sind wieder da. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Hey, sehr schön. Das wäre ja... Boah. Gut, also nächste Runde greifen die an. Die Frage ist, ob es Sinn macht. Ob es Sinn macht, die kommen zu lassen oder jetzt anzugreifen. Ich glaube, ich lasse sie kommen. Dann habe ich ja noch ein paar Piken-Einheiten mehr. Dann würde ich mal sagen, dass wir hier auf jeden Fall mal anfangen zu rekrutieren. Hier oben. Das ist halt echt nervig mit dem, ne? An sich müssen wir den mal angreifen. Aber er hat sich eingebunkert. Das ist nicht gut. Wir können schon wieder nichts machen. Oh. Okay, Knossos ist weg. Unfreundlich. Ihr habt meinen Gruß und mein... Ihr wollt mich zu einem Abkommen mit eurer Sau. Ja, bla bla.
Die anderen sind so, also der ist neutral, okay. Seid gegrüßt und nun spät. Euer Angebot ist wohlgesinnt. Ich bin ja, sicher, na gut. Eure Waren finden irgendwo Verwendung. Ja, ja, bla bla bla. Interessiert niemand. Das Ding ist halt, ich habe nur Glas zum Anbieten. Also hier mit Seide und hier mit Wein und hier mit Öl kann ich halt alles noch nicht anbieten. Was machen die jetzt? Also, an sich müssen die angreifen. Hm. 300. Warte, dann mache ich den da weg. Kann ich den noch erneuern? An sich wird das jetzt sowieso angegriffen. Also ich hoffe. Weil sonst ist da eine ein Putt da drüben. Okay, jetzt kommt der nächste. Der greift nicht an, verdammt. Das ist schlecht. Umsturz. Ja, wow. Aufstand plus Loyalität. Super. Okay, was hat er gekillt? Ja, egal. Jetzt haben sich beide eingebunkert. Das ist mega nervig. Das ist super nervig. Natürlich komme ich da nicht hin. Wie sieht es hier mit der Garnison aus? Die ist jetzt wieder vollständig. Dann werde ich mal rausgehen und schauen, ob der dann angreift. Also an sich muss er jetzt angreifen, weil eine bessere Chance bekommt er nicht. Hier. Dann muss ich das da machen. Stehlen kann ich nicht. Dann werde ich mal schauen, wie es hier. Ja, pff, okay, wow. Hier kommen schon die. Ah, Mann, okay. Nichts mit agieren statt reagieren, sondern jetzt ist wirklich nur reagieren. Schon wieder. Das war nur eine kurze Pause vor dem Sturm, so ungefähr. Das heißt, nächste Runde werde ich hier wahrscheinlich zweimal angegriffen. Aber hier sehen, ja, hier habe ich eine vollständige Garnison. Das ist gut. Das ist sehr gut. Warte, vielleicht Söldner. Ist, glaube ich, besser. Söldner ist jetzt wichtiger. Okay. Dann stehen wir hier mal ein bisschen. Hier könnten wir rein theoretisch, könnten wir eine Armee aufstellen. Eine kostenlose, sogar mit Elefant oder das da, welche Streitwagen oder Elefant, ich nehme mal Elefant, glaube ich. Die können mehr auswirken. Jetzt habe ich halt wieder minus 38. Aber das macht nichts. Also an sich ist es schon blöd, das stimmt. Jetzt habe ich wieder Plus, das ist gut. Habe ich wieder mehr Plus. An sich hätte ich gerne den Agenten, also den Helden, eher dafür. Ach, jetzt kommt das schon wieder.
eher dafür benutzt, um die Schlagkraft von der Streitmacht so zu pushen, aber okay. Okay, was hat der? Der hat ziemlich mega viel. Pikiniere, 2 Stück. So eine Leinpanzerschwertkämpfer sind mega gut. Die haben böse Fernkampfangriff und sehr viele Fernkampfeinheiten, aber ich habe hier einen Sichelstreitwagen. Mit denen werde ich versuchen, so viel wie möglich anzugreifen. Okay. Und dann. Also, ich muss schauen, dass so viele wie möglich von mir überleben, weil danach greift er an. Uiuiui. So, der hat sich aufgeteilt. Leinpanzer. Und hier sind die Pikiniere sind hier hinten. Da werde ich niemals hinkommen. Okay, aber ich hoffe, ich kann die Leinpanzer angreifen. So, also. Gut, hier sind die Fernkämpfer. Die Fahrkavallerie. Ich bin schon so durcheinander, Mann. Schwer, Digga. Okay. So. Haben die Phalanx an? Nee. Oh, haben sie. Okay. So, und du rammst den. Ja, oder lieber hier. Jetzt straight an, ne? Das ist gut. Oh, wie schnell. Sehr gut. Sehr gut. Die Männer wanken. Bitte, 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 bitte. Noch einen. Ach, den einen hättest du noch machen können. Ja, egal. So, ihr geht mal hier hin. So, dann geht der zu tun. Ja. So, dann geht der mal hier hin. Und der geht hier hin. Der geht raus. Die bleiben hier. Die gehen nach da. Ich glaube, dass der eher hier hinkommt. Aber das sind. Ah, warte, warte, warte. Nee. Entschuldigung. Ich glaube, ich gehe
doch hierhin, falls er hier mit den ganzen Fernkämpfern kommt. Okay, ja. Höchstwahrscheinlich wird er das machen. Höchstwahrscheinlich wird er das machen. Okay, hier schon mal ein sehr schönes, schöner Leckerbissen. Das kann ich nicht wegschlagen, abschlagen, ausschlagen, reinschlagen. So, dann mal hier, mal da und hier straight rein. Gut, dann sind drei schon mal weg. Bürgerwehr, Leinpanzer, Schwertkämpfer und hier sind die Pikiniere, oder? Ja. Okay, das passt. Die sind schon mal weg. Ein bisschen bleibe ich noch. Und ciao. Okay, die gehen jetzt wirklich nach da. Oder? Die gehen zurück. Doch. Dann fahre ich mal da einfach mal durch. Dann versuche ich mal da ein bisschen Ramazamba zu machen. Mal schauen, ob das... Also hier sind Hopliten. Ja, ist zu... Nee, da komme ich nicht durch. Unser General wird angegriffen. Da komme ich nicht durch. Okay. Dann kommen die Hügelmänner auch hier hin. Und die kommen dann außen rum. Die kommen da weg. Die kommen da hin. Stellt euch doch nicht so an. Okay, so. So, schön dahin. General, der General kann da leider nichts machen. So, machen wir mal schöne Penetration an. Und bam. So. Okay, und gleich kann ich da rein. Okay. Ja, easy. Ich werde auch nicht viele verloren haben. Werde ich kaum welche verloren haben. Ist ganz gut. Die nächste Schlacht kommt ja auch wieder. So. Da könnte ich eigentlich jetzt mit einer Elefanten rein. Warte mal.
Da sind jetzt die anderen Piken dabei. Okay, die Kavallerie weg. Okay, wie wär's, wenn ihr euch zurückzieht? Das wird jetzt schmerzhaft für die. Aber dadurch kann ich eine Gasse aufmachen. So. Und wieder zurück. Okay, ihr kümmert euch darum. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann kümmert euch darum. So. Ihr kommt hier dazu. Ihr seid fertig. Nicht mehr schießen. Fortfahren. Ich muss so viel töten wie möglich. Okay, du kümmerst dich um die. Und ihr die um die Nahkampf bitte. So, und los geht's. Wir schauen mal noch mal den Rasenmäher an. Hui. Ist so brutal. So brutal. Vor allem, wenn man dran denkt, dass ja, das ist echt, ja, das ist echt die Streitwagen gab. Also sicher Streitwagen waren nicht so verbreitet wie jetzt die normalen Streitwagen. Und die mit Bogenschützen und Speerkämpfern drauf. Die waren überall eigentlich. Also Ägypten, China, eigentlich hier überall im Osten waren die. Je besser die Streitmacht ausgebildet war oder je mehr Geld man hatte, desto mehr Streitwagen hatte man. Genau, jetzt kommen die nächsten. Was haben die? Gepanzerte Kamele. Adelsschwertkämpfer. Die Adelsschwertkämpfer sind ganz gut. Aber ich habe 3 Pikiniers-Einheiten. Also, wenn der sich gut anstellt, wird es interessant. Aber es regnet, das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. So, also Stammeskrieger, Stammeskrieger. Also die Stammeskrieger von dem, die tun auch sehr. Also, warte, Stammeskrieger. Also, Stammeskrieger sind die. Nee, hä? Die da, hier. Die da. Die machen auch echt gut Schaden. Aber. Warte mal, ich tu mal die da hin. So, die Pikenphalanx geht hier hin. So, diese Phalanx geht dahin.
ist nicht mehr ganz so viel übrig. Aber die wird unterstützt von dem da. Bisschen weiter vor. Die da dahin. Unterstützt werden die von denen. Wobei, nee. Unterstützt werden sie von denen. Die da sind hier. Die da reiten raus. Hier sind die Kamele. Hier sind die Söldner. Ja, nee. Dann sind die hier. Ihr seid da. Der ist hier. So. Gut. Bin mal gespannt. So, also das da sieht gut aus, was er rechts hier macht. Das da ist sehr gut. Quasi so, dass er... Der wirft einfach seine ganzen Generäle immer weg. Okay, dann kann ich hier rüber gehen, weil... Die brauche ich nicht mehr. So. Ist ja ganz, ganz gut, dass er komplett nur hier angreifen will. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon. Gut, du gehst mal hier hin. So. Ihr geht da rein. So. Und wie wolltest du jetzt gewinnen? Ich frag nur für einen Freund. So, dann gehe ich mal da weg. Und dahin. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. So, sehr schön. Gut. Raserei ist natürlich nicht so gut. So. Okay. So, dann bitte mit Ortenformation. Das ist sehr schön. Einmal bitte hier rein, einmal da rein, einmal da rein, einmal da rein. Und jetzt Vollgas. Alter, der zerstört immer so viel. Lass das. Das.
Bank. So. Müssen nochmal versuchen. Braucht das ja gar nicht sehr zu versuchen. Das ist nur eine leichte. Bitte. Ja, komm nochmal zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Eure Befehle! Das war nochmal. Der Router Jenny hat schon wieder. Ich habe mal aufzuschießen, vielleicht. Hilft es. Ich muss mal durchbrechen hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Für ihn ertreu. Vielleicht bringt das mehr. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, so jetzt hat er. Also die Elefanten waren dieses Mal nicht ganz so effektiv. Naja. Vorsprung. Hauptsache, wir haben gewonnen hier. Wuse, wuse, wuse. Ja, sieht's aus. Gut. Gut, 1500 aufgestellt und 780 verloren. Ja, okay. Da konnte ich ja jetzt mit den Streitwagen nicht so rein. Was ein bisschen schade war. Aber mei. War auch unlucky. Ich dachte eigentlich, dass der wirklich den breiten Weg benutzt und nicht den kleinen, weil sonst hätte ich es anders gemacht. Also die Picken dann anders hingestellt und so weiter. Alter, seht ihr das gerade? Hatte die Garnison schlechter? Palmyra? Ja, die Picken. Und dann hier, bam, 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 alle wollen dahin. Okay, dann gehst du mal raus, du gehst halt wieder rein, meine Güte. Und dann gehen nächste Runde wahrscheinlich alle wieder weg. So, ist immer so. Okay, hier, das haben wir gewonnen, das ist sehr schön. Was machst du jetzt? Nochmal eine Runde.
Hier kommen die nächsten. Eieiei, das ist nun ärgerlich. Minus 500, weil der jetzt da plündert. Dieser Wash. Es ist wieder dasselbe. Ich war hier und konnte die nicht angreifen. Also gerade so vor denen hätte ich sogar vielleicht gemacht. Weil alle... Okay, der nicht, aber die da waren, sind im Gewaltmarsch und so weiter. Und es sind schon wieder 35 Minuten. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Am nächsten Mal werden wir wieder hier aufräumen müssen. Wir müssen die ganze Zeit sauber machen, weil die ganze Zeit die anderen Fraktionen hier ihr Müll abladen. Und hier kommt auch schon wieder... Eieiei. Okay, aber... Langsam wird's. Langsam wird's. Das verspüre ich. Warte mal. Ich könnte hier einen Militärhafen machen. Dann habe ich eine größere oder Angriffs. Zwei und eine Überfalls. Zwei Geschoss. Ja, komm. Dann machen wir einfach mal einen Militärhafen hier hin. Damit ich besser geschützt bin vor Invasion. Das wäre ganz gut. So, jetzt aber danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.